Hallo, in diesem Video möchten wir erklären, was der Begriff Influenza bedeutet. Influenza steht für die häufige Erkrankung Grippe. Es handelt sich dabei um eine ansteckende Krankheit, die zum Beispiel über Schnupfen und Hustensekret übertragen wird. Bei den Krankheitserregern handelt es sich um Viren, die sogenannten Influenza-Viren. Dabei gibt es verschiedene Influenza-Viren, die alle zu einer anderen Verlaufsform der Grippe führen und teilweise recht komplizierte Namen haben, wie zum Beispiel bei AH1N1, dem Erreger der Schweinegrippe von 2009, oder AH5N1, dem Erreger der Vogelgrippe. In diesem Video wollen wir uns aber nur den ganz normalen Grippeviren widmen, die regelmäßig zu einer Grippewelle unter den Menschen hier in Europa führen. Eine solche Grippewelle tritt typischerweise jedes Jahr zwischen November und April auf. Dabei bemerken die meisten infizierten Menschen jedoch keine Beschwerden oder nur eine leichte Erkältung. Alle übrigen infizierten Menschen leiden jedoch unter stärkeren Beschwerden, wie etwa Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Schnupfen oder starkem Husten. Manchmal kommen dann noch Symptome des Magen- und Darmtraktes hinzu. Nur für einen ganz geringen Teil der Bevölkerung kann die Erkrankung gefährlich werden. Dies sind vor allem ältere Menschen oder Menschen, die krank und schwach sind. Bei diesen Patienten kann eine Influenza unter anderem zu lebensbedrohlichen Funktionsstörungen von Lunge oder Herz führen. Wie bereits erwähnt, gibt es verschiedene Viren, die bei Menschen die Grippe auslösen können. Einige von ihnen ändern auch immer wieder ihr Erscheinungsbild. Daher wird man nicht gegen die Grippe immun, sondern kann sie immer wieder bekommen. Die Vielfalt und die häufige Gestaltsänderung der Viren machen es außerdem recht schwierig, einen Impfstoff gegen die Erkrankung zu entwickeln. Dabei können die Grippeforscher immer nur vermuten, wie das die Grippewelle auslösende Virus im nächsten Jahr wohl aussehen wird. Die Arzneimittelhersteller entwickeln also für jede Grippesaison im Voraus einen Impfstoff und stützen sich dabei allein auf eine Vorhersage der Experten. Je nachdem, wie gut die Grippeforscher mit ihrer Schätzung lagen, ist dieser Impfstoff dann gut oder weniger gut wirksam. Macht es daher also überhaupt Sinn, sich gegen die Grippe impfen zu lassen? Oder wer sollte sich überhaupt impfen lassen? Dies sind häufig diskutierte Fragen und es gibt sicherlich viele verschiedene Ansichten dazu. In Deutschland wird die Grippeimpfung jedoch für bestimmte Menschen ausdrücklich empfohlen. Hierzu zählen unter anderem ältere Menschen und schwache Menschen bzw. Menschen mit bestimmten Erkrankungen. Genauere Informationen darüber, welche Personen sich gegen die Grippe impfen lassen sollten oder ob die Impfung bei einem selbst sinnvoll ist, erhält man zum Beispiel bei seiner Hausärztin oder seinem Hausarzt. Diese Aufgabe des behandelnden Arztes können wir in unserem Video natürlich nicht übernehmen. Wir hoffen aber, dass wir wenigstens ein bisschen zum Verständnis des Begriffs Influenza beitragen können. Euer Team von deinediagnose.de